Also, moin moin liebe Monkeys und willkommen zu einer neuen Routine. Und diesmal habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Und zwar Gymnastic Rings. Ihr wisst ja, ich bin ein großer Fan oder Befürworter von Ringen, denn was du an den Ringen kannst, kannst du auch viele andere Sportarten oder Kraftübungen, das ist das richtigere Wort, übertragen. Beispielsweise bist du stark in den Ringen, Dips, Liegestütze und kannst das eventuell sogar mit Zusatzgewicht, dann hast du einen proportional positiven Übertrag, PPÜ, aufs Bankdrücken. Aber wenn du sehr gut im Bankdrücken bist, heißt das nicht unbedingt, dass du stark in den Ringen bist. Vor allem, ne, hier Thema reflexive Stabilität, dass das wackelt und so weiter, am besten sollte es nicht wackeln, ist hierbei wunderbar. Das ist jetzt aber Thema Krafttraining. Damit kannst du aber auch Mobility-Training machen. Und wie, das möchte ich mit dir heute in einer Routine durchgehen. Und zwar haben wir drei Übungen für deinen Oberkörper gegen diese Schreibtischhaltung und so weiter. Wir wissen alle, das ist teuflisch. Und zwar hängen wir die Ringe ungefähr auf Hüfthöhe. Ja, das heißt, die von einer Stange oder von dem Türrahmen oder sonst was, wenn ihr hier irgendwie so ein Gestell da drin habt oder so, könnt ihr das auch machen, ungefähr auf Hüfthöhe hängen. So, jetzt machen wir Übung Nummer 1. Ihr könnt das Ding übrigens auch wie ein TRX verbinden und mal so am Rande, ein TRX ist eigentlich zwei Ringe, nur oben zusammengeknöpft und gelb angemalt. Okay, von hier gehen wir in die Hocke und versuchen erstmal, und das ist das Schöne, dadurch, dass du dich hier vorne halten kannst, sollte eigentlich fast jeder in die Hocke kommen können. Machst du Folgendes, du streckst dich raus, ziehst deine Schulterblätter hinten zusammen, als würdest du einen Ball einklemmen oder eine Walnuss knacken wollen und lässt die Wirbelsäule lang. Stell dir vor, dich zieht jemand hier in die Streckung. Das heißt, auch wenn du hier unten rund bist, dann solltest du versuchen, dich ein bisschen nach vorne zu lehnen mit den Knien. Du siehst gerade, woraus die Bewegung kommt, aus den Sprunggelenken. Ja? Und dich dann auch in der Wirbelsäule lang zu machen. Okay, von hier lässt du dich aus der Brustwirbelsäule mal nach hinten strecken. Wie du siehst, die Bewegung kommt vorwiegend hier oben raus. Alleine das ist so ein bisschen eine Trainingssache, dass du das Körpergefühl dafür aufbaust. Das heißt, von hier die Schulterblätter auseinanderziehen lassen und häng dich mal richtig in die Ringe. Was ich jetzt von dir möchte, ist, dass du deine Arme noch weiter nach vorne streckst. Das heißt, dass du die Ringe quasi von dir wegschiebst, du hältst dich aber immer noch in den Ring. Dass du richtig merkst, wie deine Schulterblätter auseinandergezogen werden. So, und jetzt kannst du das Ganze mit der Hüfte noch ein bisschen intensivieren. Ja, das heißt, dass du deine Hüfte nach hinten schiebst und noch mehr Stretch drauf bringst. Okay, da wir jetzt aber nicht dehnen wollen, sondern mobilisieren, suchst du mal so ein bisschen einen Titan Spot. Das heißt, vielleicht ist das ein bisschen mehr rechts oder ein bisschen mehr links. Gehst du einfach mal ein bisschen nach rechts und nach links. Was du auch machen kannst, nicht nur dich zu beugen aus dem Oberkörper, sondern dich noch mit aufzudrehen. Das heißt, wenn ich mich jetzt nach links beuge, dann geht das rechte Bein nach hinten und das linke Bein nach vorne. Das heißt, du verdrehst dich so ein bisschen in der Hüfte. Und jetzt siehst du, hast du quasi so ein Sidebend. Und du merkst vielleicht, dass dieser Stretch von hinten mehr hier in die Seite wandert. Wichtig immer noch, wir sind immer noch bei der Streckung. Das heißt, streck dich hier richtig schön raus. Das heißt, mach deinen Arm lang zum Ring hin. Das Ganze kannst du natürlich auch einarmig machen. Wir machen es jetzt aber erstmal beidarmig. Okay, von hier, wenn du dich hin und her bewegt hast, das Ganze kannst du beispielsweise 5-mal pro Seite. 1, 2, ja, so würdest du dann zählen. Und das 10-mal insgesamt. Kommst du langsam Wirbel für Wirbel und streckst dich wieder nach oben. Schulterblätter nach hinten unten. Und du machst dich lang. Jetzt möchte ich, dass du kontrahierst. Das heißt, diese Walnuss, die du hinten eben eingeklemmt hast, zu knacken. Schön kontrahieren. Wichtig, nicht hier irgendwie von den Fersen abheben und ins Hohlkreuz.
Das ist nämlich auch hier ein schön selbstlimitierender Faktor, dass du wirklich nur so weit in die Streckung gehen kannst, wie es dir irgendwie möglich ist, und dann versuch noch ein Stück darüber hinaus zu gehen. Nicht den Kopf in den Nacken, sondern Wirbelsäule bleibt lang und Schultern hinten zusammenziehen und mal so die Brust rausdrücken. Brust raus, Brust raus, Brust raus. Schön anziehen, schön anziehen. 10 bis 15 Sekunden, versuch die Intensität immer ein Stück weiter zu erhöhen, bis du so bei 80% bist. Und dann ausatmen, langsam die Schultern vorkommen lassen und aus der Wirbelsäule hier im Brustwirbelsäulenbereich dich rausstrecken. Dann die Arme wieder nach vorne ziehen lassen, schön weiter rausstrecken und das Ganze beginnt von neu. Okay, das war jetzt sehr genau und sehr detailgetreu, aber ich möchte mal, dass du versuchst, wirklich das so detailliert auszuführen. Zweite Übung. Fokussieren wir uns ein bisschen mehr vorne. Das heißt, du stellst dich rückwärtig zu den Ringen. Gehst ein bisschen nach vorne und wir squatten jetzt, fokussieren uns aber dabei, dass die Arme gestreckt bleiben und immer Druck in die Ringe geben. Das heißt, als würde ich meine Arme wieder nach vorne ziehen. Okay, wir greifen die Ringe. Okay, von hier gehe ich runter in die Hocke und versuche immer den Druck in die Ringe zu halten. Das heißt, die Schultern ziehen sich auch nach unten. Ja, bei mir ist es jetzt relativ easy, weil ich kann halt einen Skin the Cat. Ja, wenn du aber schon merkst, okay, Sekunde, das ist jetzt schon ordentlicher Stretch, dann halte kurz in diesem Bereich, versuch dich in diesem Bereich mal zu entspannen. Atmen, atmen, immer noch reindrücken und dann drückst du dich nach oben raus. Das heißt, die Bewegung kommt nicht nur, ich lasse jetzt hier locker und mache einen Squat nach oben, sondern aus den Armen arbeiten. Schultern nach hinten, drück in die Ringe. Von hier kannst du nochmal als Steigerung deine Schultern kreisen. Vor und zurück. Das ist quasi auch eine gute Warm-up oder Vorbereitungsübung für den Skin the Cat, um den zu lernen. Immer nach unten drücken, immer nach unten drücken. Okay, von hier drückst du dich nach oben, aber keine Beugung in den Armen. Denn im Skin the Cat passiert es bei den meisten, dass wenn sie jetzt diesen Übergang machen, so etwas machen, damit sie einfach mehr Kraft generieren können. Ja, also hier diese Beugung in den Armen forcieren, damit sie rumkommen. Wir wollen aber eine Straight Arm Strength. Dazu später mehr. Das heißt, dass wir von hier uns hochrollen können. Ja? Das hier, alles im gestreckten Arm. Deswegen halte auch hier das gestreckt. Merkst du sehr krass im Ellenbogen? Dann bist du eigentlich fast genau richtig. Ja? Als ich diese Variante zum ersten Mal gemacht habe und als ich den Skin the Cat noch nicht konnte, oder die Übung Skin the Cat, oder auch German Hang genannt, dann war es echt okay, sehr viel Stress hier drauf. Geh so weit, dass du für dich merkst, das ist in einem Trainingsbereich. Ich will keinen pathologischen Schmerz von dir hören. Dass du sagst, okay, Sekunde, irgendwie habe ich da und dann war es vorbei. Das nicht. Okay, das war die zweite Übung. Ich sage gleich nochmal was zu den Wiederholungen. Und die letzte Übung mehr für die Brustwirbelsäule. Du gehst in den Wadensitz. Wenn der Wadensitz nicht möglich ist, einfach die Füße erhöhen. Ja, wenn das auch nicht möglich ist, dann kannst du dir beispielsweise, Sekunde, habe ich jetzt gerade noch Schatzsuche in der Hand? Hat der Monkey gerade eine? Ja, okay, komm. Spaß beiseite. Eine Faszienrolle nehmen, ja, einen Yoga-Block, einen was auch immer und das dann hier zwischenlegen. Ja. Da wir jetzt hier nicht stundenlang verbringen werden, sollte das auch klar gehen mit deiner Achillessehne. Aber wenn das zu unangenehm ist, dann bleibst du einfach hier oben. Ja, machst dich fest. Okay, Übung wie folgt. Ziehst die Ringe wieder zu dir. Ziehst die Ringe wieder zu dir und lehnst dich nach vorne in die Ringe. So, von hier
ziehst du dich nach unten, lässt die Schulterblätter zusammenkommen, hältst die Arme aber gestreckt. Dann kannst du noch ein bisschen mit dem Winkel spielen. Das heißt, dass du dich noch mal ein bisschen nach vorne lehnst, um es zu intensivieren. Reicht das hier aber schon für die Brustwirbelsäule? Dann bleib hier. Bisschen intensiver hier. Wichtig aber, dass du nicht in das Hohlkreuz verfällst. Ja, das heißt, wir wollen aus der neutralen Stellung der Wirbelsäule für den unteren Rücken einfach nur im Knie öffnen. Nichts passiert in der Hüfte. Okay. Von hier nach vorne, dann runter in die Ringe sinken, Druck gegenhalten, in die Ringe rein, also in den Boden drücken, ausatmen und nach oben drücken. Und wie du siehst, ich komme nicht mit der Hüfte nach vorne, sondern die bleibt am Platz. Wenn du das aus dieser Position hier machst, einfach nur in der Hüfte beugen in dem Fall, der Rest kommt aus den Armen. Drück dich nach unten, also hier nach unten ziehen, aber immer noch den Druck in die Ringe halten und dann nach oben drücken. Okay, jetzt mit der ganzen detaillierten Beschreibung sind wir erstmal fertig. Wie können wir das Ganze verbinden? Ganz einfach. Von der ersten Übung angefangen machst du das Ganze fünfmal pro Seite. Das heißt, hier rein. Eins, eins, zwei, zwei und so weiter. So wie du es für dich brauchst, wenn du mehr hier für die Seite die Öffnung brauchst, das heißt, du merkst, dass du in der Überkopfposition nicht so gut bist, dann machst du das alles hintereinander. Wenn du merkst, du willst das ein bisschen mehr für die Wirbelsäule machen, ja, für den BWS-Bereich, dann machst du eins, eins. Kommst hier nochmal in die Streckung, wie ich es gesagt habe, hinten zusammenziehen und machst das wieder. Okay, zweite Übung machen wir folgendermaßen. Hierbei eher einen Timer, das heißt 30 bis 60 Sekunden das Ganze auszuführen, dass du reingehst, schön reindrückst, halten, 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 für 5 Sekunden etwa. Und wieder nach oben gehst und das Ganze so oft wiederholst, bis du die 30 bis 60 Sekunden vollführt hast. Dann die letzte Übung als Tipp. Auch da mach mal so, fang mal mit 8 Wiederholungen an. Das heißt, 8 Wiederholungen. Eine Wiederholung wäre 1, das Ganze 8 Mal, unten 3 bis 5 Sekunden halten. Und dann kannst du das Ganze deinem Leistungsstand anpassen. Mach diese Dinge 2 bis 3 Sätze hintereinander. Ich blende das alles hier nochmal ein und so weiter. Und ja, dann schreib mir, wie dir das gefallen hat. Auch jetzt mal mit dieser detaillierten Beschreibung, weil das ist für die einen ein bisschen langweilig, für die anderen, die brauchen aber genau diesen Input. Ja, das sehe ich auch auf dem Calisthenics Meets Mobility Workshop immer wieder. Da war jetzt auch der letzte in Berlin. Nächste Workshop-Reihe und andere Themen, auch rund um Mobility, Weightlifting, Calisthenics und all der gute Monkey-Stuff, werde ich mit Monique zusammen, der Esel nennt sich immer zuerst, werden Monique und ich zusammen, auch mit Björn Schinke, Ende diesen Jahres announcen. Hier einfach für euch mal diese Ringroutine. Schreibt mir in die Kommentare, wie detailliert du es brauchst. Und dann kann ich das Ganze immer mal ein bisschen mischen und so weiter. Denn es sind ja jetzt ganz viele neue Monkeys dazugekommen und das freut mich sehr. Die Affenbande wächst und wächst. Und ich brauche von euch einfach das Feedback, damit die Videos genau so sind, wie du es brauchst. Und dann, wie immer, keep moving, stay sexy. Guckt euch den Podcast an und alle Links in der Beschreibung. Und mehr sage ich jetzt auch nicht. Und bis zum nächsten Video.